Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute bin ich allein vor der Kamera, denn es gibt ein Video, was sich sehr, sehr oft gewünscht wurde von euch und auch letztes Jahr sehr gerne angesehen wurde von euch. Und zwar, was wir zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Ja, ich habe hier eine Riesentüte mit den meisten Geschenken. Ein paar Geschenke kann ich euch nicht mehr zeigen, die sind schon in der Wäsche oder in Benutzung oder. Aber die meisten zeige ich euch und ich sage euch, es ist wirklich viel geworden. Aber, zu meiner Verteidigung, es sind alle Geschenke. Das heißt von uns, von den beiden Omas, von den beiden Onkels, von meiner Oma, also von der TikTok-Oma. Und das mal drei Kinder plus die Erwachsenen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel. Deswegen bitte keine bösen Kommentare. Ich zeige euch jetzt aber trotzdem mal, was wir geschenkt bekommen haben. Ich greife hier einfach willkürlich rein, egal für wen es ist. Ich habe da jetzt keine Struktur. Genau, ich sag's euch aber, für wen was war. Ja, was ich noch dazu sagen muss, wir haben noch im alten Jahr. Das Video kommt ja erst im neuen Jahr. Aber ich drehe es jetzt schon vor, dass die Kinder die Sachen auch bespielen können. Denn einiges ist noch verpackt, wie zum Beispiel das hier. Also es war schon offen, Maddie hat auch schon damit gespielt. Aber fürs Video habe ich jetzt alles so gut wie es geht wieder eingepackt. Also nicht alles, aber dass ich es euch eben besser zeigen kann. Und dann können die Kinder jetzt endlich gleich damit spielen. Das wollte ich sagen. Und zwar hat der Maddie hier vom Paw Patrol so eine Dino-Landschaft bekommen mit Dinos und Paw Patrol. Genau, das hat er sich richtig, richtig dolle gewünscht. Das haben wir bei Müller gesehen letztes Jahr und da hat er gesagt, das will ich haben. Genau, das hat einmal der Maddie bekommen. Ja, wir haben uns auch dazu entschieden, nicht alles auf einmal auszupacken. Deswegen ist es gut, dass ich so ein paar Sachen auch noch hier habe, weil sonst ist es einfach viel zu viel. Und die Kinder können sich dann nach und nach damit beschäftigen, weil mit allem gleichzeitig können die sowieso nicht spielen. Diese Pistole hat der Lennox bekommen, die passt gar nicht aufs Bild. Die hatte er sich gewünscht. Ist auch schon ausgepackt, deswegen kann ich euch nur die Verpackung zeigen. Aber das war diese hier. Zur Pistole nochmal. Ich weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu. Einige finden das nicht gut, wenn man Pistolen verschenkt oder Pistolen Kindern schenkt. Aber wir sehen das jetzt nicht so eng, denn das sind Jungs und die spielen gerne Pistolen. Wir haben die Regel, dass keiner sich gegenseitig abschießt oder auf keine Tiere oder auf keine Menschen schießt. Deswegen haben sie auch noch eine neue Zielscheibe bekommen, die ist bestimmt hier irgendwo unten noch. Genau, deshalb finden wir das total in Ordnung. So, die ist dem Marlon. Eine Fortnite, die hatte er sich gewünscht, eine so eine riesengroße. Die Kids haben dieses Jahr tatsächlich zwei Pistolen bekommen, weil noch jemand anders sie geschenkt hat. Das wusste ich nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Dann hat der Marlon ein neues Auto bekommen, beziehungsweise sein allererstes Auto von Lego Technics. Sieht so cool aus. Kann wohl hier hinten auch noch leuchten, die Rücklichter von McLaren. Also ja, finde ich, diese Geschenke feiere ich immer und schenke ich super gerne meinen Kindern, weil da sind sie mit beschäftigt. Sind sie mit allen anderen auch, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist echt ein tolles Geschenk. Dann hat der Lennox sich dieses Spiel gewünscht. Verblickt, das wollen wir jetzt endlich auch mal aufmachen. Ich kann es euch gar nicht sagen, was man genau machen muss, wie das Spiel geht. Auf jeden Fall sind da verschiedene Gläser zum Durchgucken und ich glaube, das wird richtig, richtig lustig. Man muss da zeichnen und Aufgaben erfüllen. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Dann hat der Maddie ein Zelt bekommen für sein Zimmer. Ein kleines Versteck. Er liebt ja Höhlen bauen und sich verstecken und so. Und natürlich auch von Dino. Das ist auch schon aufgebaut. Vielleicht kann ich es euch nachher auch mal zeigen. So, jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz das Zelt von Maddie. Ja, das ist echt richtig schön groß. Wir werden das gleich jetzt noch hier irgendwie umbauen, dass er damit gut spielen kann, dass es nicht mitten im Weg steht. Aber da haben sie sich schon gestern gemütlich drin gemacht. Kissen und Decken, was zum Spielen, was zum Trinken hatten sie hier drin, also Maddie und Lennox. Ja, also das ist auch ein richtig gutes Geschenk gewesen, denn Kinder allgemein lieben es ja, Verstecken zu spielen. Dann hat Lennox sich von Lego eine Figur gewünscht und zwar, ich glaube, der heißt The Groot, oder? I'm a Groot, genau. Der ist total niedlich und ja, ich bin mal gespannt, ob er das schafft, alleine aufzubauen. Letztes Jahr habe ich ihm ja noch geholfen bei den Figuren, aber ja, auch eine neue Lego-Figur. Dann habe ich eine Haarbürste geschenkt bekommen
Und zwar ist das eine ganz besondere Haarbürste. Die ist aus Wildschweinborsten hier vorne. Und die soll das Haarwachstum anregen. Soll 100 Bürsten am Tag, 100 Bürstenstriche am Tag machen. So. Genau, und dann soll das Haarwachstum eben angeregt werden dadurch. Denn ich habe hier ja schon so ein paar Geheimratsecken und so. Also ja, ich bin mal gespannt, wie die ist. Ich werde euch berichten. Dann hat der Maddie ein Duplo-Set bekommen von Spider-Man. Von Spidey. Hier sind die drauf. Haben wir auch schon aufgebaut, deswegen habe ich sie jetzt nur noch wieder so reingestopft. Dann machen wir mal weiter mit Pistolen. Und zwar hat der Maddie diese Pistole bekommen. Alle drei haben so eine Pistole bekommen. Von Sonic. Also ich fand, die sah auch richtig cool aus. Ja, er spielt mit seinen großen Brüdern dann auf die Zielscheibe schießen eben damit. Lennox hat fast die gleiche bekommen in, ich glaube, Minecraft-Optik. Das ist einmal diese hier. Die sieht auch richtig cool aus. Ach, seht ihr, Marlons ist noch im Zimmer. Die muss ich gleich euch nochmal zeigen. Da. Lalalala, wo machen wir weiter? Dann hat der Lennox noch eine Lego-Figur bekommen. Von Star Wars Dark Trooper. Ja, ich kenne mich da jetzt nicht so gut mit aus mit den Figuren. Aber ich feiere total diese Köpfe oder allgemein diese Figuren. Die haben dann die Kinder im Regal aufgebaut. Wir haben die Kinderzimmer ja auch neu gemacht, das habt ihr auch noch nicht gesehen. Das werde ich euch auch demnächst mal zeigen. Und da sind die dann alle schön aufgebaut. Sieht echt toll aus. Dann eine Air Up. Und zwar für den Maddie. Ja, jetzt werden einige sagen, was, der Maddie? Die beiden Großen haben auch geguckt, als er die als erstes ausgepackt hat. Ich muss dazu sagen, alle drei Kinder haben eine Air Up bekommen. Die beiden Großen hatte sich total gewünscht, weil die ist ja im Kommen. Wer das noch nicht kennt von euch, das ist so eine Wasserflasche. Also man füllt die mit Wasser auf und dann gibt es hier so Pots, die man drauf macht. Und damit veräppelt man so ein bisschen das Gehirn. Denn diese Geruchpots sagen dem Gehirn quasi, wenn man daraus trinkt, dass das dann nach Pfirsich, Limone, Kirsche, was auch immer schmeckt. Dabei ist nur Wasser da drin. Für den Maddie habe ich die tatsächlich einfach gekauft, um nur Wasser reinzufüllen. Also da müssen wir das mit diesen Pots gar nicht erst machen. Aber er hat gesagt, er möchte keine Babyflasche mehr. Ja, er ist jetzt in dem Alter, wo er sagt, er möchte jetzt so eine Flasche wie die beiden Großen haben. Deshalb hat der Maddie sie in Orange bekommen. Der Lennox hat sie sich in Türkis gewünscht. Da. Und der Marlon hat sie sich in Grün gewünscht. Ich finde die auch richtig cool. Die sind für die beiden Großen, auch für die Schule natürlich, für privat, egal. Maddie, habe ich gesagt, nimmt sie nicht mit in den Kindergarten, weil da ist sie mir dann doch ein bisschen zu groß und auch zu teuer für, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn da mal was verschwindet, da gebe ich ihm dann die anderen Flaschen. Die ich habe ja noch von, ich glaube, Mepal heißen die. Die sind jetzt nicht babyhaft. Da ist ein Bagger drauf und gut, kann man sehen, wie man will. Also die akzeptiert er noch. Aber diese Baby-Nuckelflaschen, die habe ich halt alle weggemacht, ne? So, das war das. Dann hat Niemann und ich ein neues, richtig gutes Messer, ein Brotmesser geschenkt bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Ich backe ja super gerne Brot. Und das ist jetzt mal ein richtig gutes Messer. Genau. Dann hat der Lennox eine neue Pop-Up, glaube ich, heißen die, oder? Figur bekommen. Auf jeden Fall Naruto. Er ist immer noch totaler Naruto-Fan. Und der Marlon hat auch eine bekommen und die ist Demon Slayer. Ja, ich kann euch da nicht viel zu sagen, wurde sich gewünscht. Das. Dann hat der Maddie so ein XXL-Ei bekommen. Das schlüpft wohl in Wasser. Hier hinten muss man das in Wasser machen und dann kommt da ein großer Dino raus. Ja, das werden wir die Tage mal mit ihm zusammen machen. Wie gesagt, wir packen nicht alles auf einmal jetzt aus, weil sonst ist es einfach viel zu viel. Das, ja. Dann hat der Lennox noch eine Yoda-Spielzeugfigur bekommen. Die ist hier in so einem, sieht aus wie ein Ei. Keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall der kleine Baby Yoda drin. Dann haben sie so einen Air-Fußball bekommen. Den finde ich richtig cool. Den habe ich bei Lidl gesehen.
unbezahlte Werbung, den musste ich mitnehmen. Der war echt nicht teuer, ich glaube 7 Euro oder so. Und die Kinder haben so einen Spaß damit rumzuschießen, beziehungsweise hier, die setzen sich in den Flur und schießen so mit der Hand, ne? Und dann gleitet der richtig cool über den Fußboden. Also das war auch ein richtig gutes Geschenk. Ja, und hier sind noch, Moment, diese Kapseln oder wie die heißen, Pots. Einmal in Pfirsich für die Air-Up. Limone, das war bei jedem, bei jeder Flasche einmal dabei. Hier ist noch einmal Cola Kirsch. Und ich glaube, irgendwo ist noch, ja da. Hier ist einmal nur Kirsch. Genau. Bin mal gespannt, die werde ich jetzt gleich einmal sauber machen, weil die Kinder wollen sie unbedingt mal benutzen. Dann hat der Maddie was zum Anziehen bekommen. Und zwar ein Dino-Shirt. Was auch sonst, ne? Steht ja voll auf Dinos. Dann hat der Lennox einen neuen Schlafanzug bekommen von Naruto. Noch gar nicht ausgepackt. Dann hat Maddie eine neue Mütze bekommen vom Baby Yoda. Ach siehste, Lennox hat auch eine von Naruto bekommen. Die trägt er die ganze Zeit schon. Die ist in der Wäsche. Einmal das. Und da, ich glaube, da waren auch Handschuhe. Ja, da waren auch so zwei kleine Handschüchen dabei. Dann habe ich ein Parfum geschenkt bekommen von Kappa. Dieses hier. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Ich bin mal gespannt. Aber ich glaube, es wird gut sein. Mein Mann hat guten Geschmack. Dann hat Maddie eine neue Brotdose bekommen für den Kindergarten von Paw Patrol von Mepal. Ich habe eigentlich alle Dosen für Kindergarten und Schule von Mepal, weil ich die richtig gut finde. Da ist einer, so eine Unterteilung drin. Eine kleine Gabel. Die kann man eben auch rausmachen, dann hast du so eine große. Aber ich mache die immer gerne rein. Dann was Kleines hier rein und ein Brot hier. Also ich finde die immer sehr, sehr gut. Und auch kleine Kinder kriegen die eben total leicht auf und zu. Die drückt man einmal hier zu und hier vorne kannst du sie dann so aufmachen. Also die sind echt gut. Der Marlon eine Figur bekommen für die Wii. Ja, was ist denn das für eine? Mewtwo, genau. Damit kann man eben auf der Wii spielen. Da hat der Lennox auch ein Parfum geschenkt bekommen von Kappa. Das hat er schon aufgemacht und gerochen. Riecht echt sehr gut. Dann hat Marlon einen neuen Ordner für die Schule bekommen von Brawl Stars. Er feiert momentan voll dieses Spiel. Kennt das einer von euch? Also das ist momentan sehr beliebt hier bei uns. Dann habe ich ein neues Messer für meinen Thermomix geschenkt bekommen. Ich zeige euch das mal kurz. Denn mein Thermomix hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und das ist jetzt richtig scharf. Ja, da habe ich mich auch richtig drüber gefreut. Da freue ich mich schon, demnächst wieder was zu schnibbeln. Weil er hat sich schon die letzte Zeit sehr gequält, wenn ich da was geschreddert habe. Also das ist echt ein sehr gutes Geschenk. Dann hat der Maddie auch so eine Pop-Up-Figur bekommen, und zwar mit einem Dinosaurier. Da. Eigentlich sind das keine Figuren zum Spielen, sondern zum Hinstellen. Die haben einen richtigen Sammlerwert, wenn die nicht ausgepackt sind, ne? Wenn die so bleiben. Aber das versteht natürlich Maddie nicht. Der will damit ja spielen. Ach ja, und dann hat Maddie eine Tony-Figur bekommen, die er auch schon gehört hat, also von Paw Patrol. Die ist schon in Benutzung. Da hat Maddie hier sowas bekommen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Ninja. Ich glaube, da muss man irgendwas kaputt machen mit dem Schwert. Und da kommt da so eine kleine Ninja-Figur raus. Müssen wir uns auch mal mit befassen und forschen. Dann hat der Maddie eine kleine Figur, Marlon, eine Figur noch bekommen von Squid Game. In diesem Pop-Up oder wie die auch immer heißen. Lennox hat zwei Figuren von Yoda bekommen. Diese hier fand ich auch richtig niedlich. Die waren in so einem Überraschungspaket. Also ich glaube, es gibt 6 verschiedene. Und du weißt halt nicht, welche da drin sind. Und er hat sich unbedingt diese mit Cookies gewünscht. Und er hat Glück gehabt. Die war drin. Da. Ich habe noch ein Parfum bekommen. Und da weiß ich, wie es riecht. Denn das habe ich mir gewünscht. Von Christina Aguilera. Cherry Noir. Neu heißt das, glaube ich. Ja. Das habe ich schon ausprobiert im Laden. Und oh, das riecht so lecker. Genau, dann hat er noch eine Toni bekommen mit Schlafliedern von dem kleinen Elefanten.
Also die Sendung mit der Maus bzw. Elefanten. Diese hier. Oh, es ist viel, oder? Es ist echt viel. Aber wir haben es bald geschafft. Dann hatten wir die einen neuen Pullover bekommen. Der hier. In der nächsten Größe schon. Ich glaube, das ist 104, oder? Ist das 110? Ja, ist 110 sogar. Er hat nämlich jetzt 98, 104. Das meiste passt ihm aber jetzt in 98 nicht mehr. Und ja, da habe ich gesagt, kann man schon am besten die nächste Größe kaufen. Dann passt es demnächst. Eine neue Hose für den Maddie mit passendem Oberteil. Das hier. Richtig schöne Farben. Dann hat der Maddie jetzt auch einen eigenen Yoda bekommen, der redet, weint, essen und trinken kann. Da ist hier noch so ein Frosch dabei. Genau. Und auch noch sowas zum Trinken. Also den kann man füttern. Und der macht dann solche Geräusche. Also Maddie fand den richtig cool. Der will ja immer mit Lennox einem spielen. Und Lennox sagt immer, ah, der macht mir den kaputt. Und oh. Deswegen, ja, hat er jetzt eine eigene Figur bekommen. Und ich habe hier bald keinen Platz mehr. So, wir haben es gleich geschafft. Eine neue Jacke für den Maddie. Vorne Baby Yoda, voll süß. Die hat hier so Öhrchen dran. Und hinten ist auch der Baby Yoda drauf. Also Lennox und Maddox mögen ja total gerne diesen Baby Yoda. Eine neue Jacke für den Maddie. Ja, in der nächsten Größe habe ich gar nichts mehr. Deswegen hat er ein paar Sachen zum Anziehen geschenkt bekommen. Und ein Spiel für Marlon und Lennox. Das habe ich tatsächlich bei Action gefunden. Das hat 240 Spiele drauf. Das ist so ein Retro-Game. Heißt das genau? Retro-Gamer. Marlon spielt sein rauf und runter. Der liebt es. Lennox hat es noch nicht probiert. Aber genau. Wird er jetzt gleich auch mal auspacken. Da sind wie gesagt 240 Spiele. Unter anderem Snake. Kennt ihr das noch? Also das ist ja meine Generation noch. Auf meinem Handy habe ich immer so gerne Snake gezockt. Ja, also sind richtig viele Spiele drauf. Dann hat Marlon und Lennox noch eine, was ist das? Ein Servis bekommen für Nudelsuppen. Denn ihr wisst, sie essen super gerne chinesische Nudeln. Da ist in Rot-Schwarz die Lieblingsfarbe. Also in Schwarz so Stäbchen dabei. Dann so eine kleine, zwei kleine für Sushi, für Ei, keine Ahnung. So kleine Schälchen noch. Und zwei große Nudelschalen. Und sehen die nicht cool aus? Also niemand sagte, davon müssen wir eigentlich noch mehr haben, denn das möchte er auch gerne haben. Für uns alle solche Schalen. Und dabei war auch noch... Moment. Ach, die sind hier unten fest. Wartet. Muss ich euch so zeigen. Solche Löffel. Genau. Also es war so ein richtig großes Set. Und da haben sie sich richtig gefreut. Wie gesagt, da muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht für uns alle dann noch was bekomme. Das haben sie auch noch bekommen. Zusammen. So, jetzt habe ich, glaube ich, noch zwei Stück, zwei Geschenke. Beziehungsweise zwei Geschenke sind noch draußen, die wir gleich mal ausprobieren werden. Da werde ich euch dann auch mal mitnehmen, denn Marlon und Lennox haben einen neuen Scooter bekommen. Einen Stunt-Scooter. Und die sehen so cool aus. Die zeige ich euch auf jeden Fall auch noch. So, hier sind jetzt die Schmuckstücke. Die neuen Scooter. Lennox hat einen in Gold bekommen. Sieht man das gut? Oder scheint die Sonne jetzt da drauf? Ich glaube schon, ne? Ja, richtig cool. Und Marlon hat einen in Flickflack. Also bunt. Richtig schicke Teile. Ja, dann viel Spaß, Jungs. Aber... jetzt habe ich noch ein großes Geschenk. Das hat der Nimon von mir bekommen, beziehungsweise wir alle. Ich habe es auf Leinwand gebracht, ein richtig schönes, großes Foto. Und wer uns schon länger verfolgt, weiß, dieses Foto haben wir damals in Oldenburg machen lassen. Da haben wir doch dieses Fotoshooting gewonnen. Ja, und das habe ich jetzt auf Leinwand drucken lassen. Dieses Foto finde ich nämlich richtig toll. Ja, last but not least... mein allergrößtes, schönstes Geschenk. Ein neues Samsung-Handy. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Denn das habe ich mir wirklich schon sehr, sehr lange gewünscht. Ein neues Handy. Weil meins ist jetzt, ich glaube, 6 Jahre alt.
Also ich hatte bisher in meinem Leben nur 3 Handys und die habe ich immer sehr, sehr lange Jahre benutzt. Doch dieses jetzt, was ich habe, gibt den Geist jetzt langsam auf. Also das hat so einen Displayschaden, immer mal wieder geht die Farbe weg und so. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein neues Handy. Ich freue mich richtig, richtig. Ich durfte mir jetzt noch eine neue Hülle aussuchen. Das hat niemand extra nicht dazu bestellt, weil er gesagt hat, die soll ich mir selber aussuchen. Und ja, genau. Niemand hat Werkzeug geschenkt bekommen von Makita. Das kann ich euch jetzt hier auch nicht mehr zeigen, denn das hat er auch schon alles ausprobiert. Dann noch was für sein Auto, Klamotten und ja, genau, Gutscheine haben wir sonst noch, die ich euch jetzt hier auch nicht zeigen kann. Ja, ich würde sagen, den Rest, was ich euch jetzt hier nicht gezeigt habe, den werdet ihr bestimmt irgendwann in unserem Vlogs wiedersehen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielleicht habt ihr so eine ein oder andere Idee bekommen für ein Geburtstagsgeschenk, Ostern, was auch immer. Es steht ja dann im kommenden Jahr wieder einiges an. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!